Und du bist ja in Düsseldorf, ne? Ich bin in Düsseldorf, aber das ist so, sag mal, wenn du willst, der Standpunkt, weil meine Arbeit, die kann ich also überall machen, die mache ich auch überall. Die könnte ich auch in Rio machen und sonst wie. Also ich bin da nicht gebunden. Düsseldorf hat eben den Vorteil, ich bin irgendwann mal hier gelandet, nachdem ich in Italien gelebt habe. Es ist schon so mittendrin in der Bundesrepublik und auch nicht weit zur Schweiz, zu Österreich, Niederlande, Belgien etc. Also es ist ein guter Standpunkt. Oder Standort, Standort. Aber du bist ja aktuell auch wirklich schon viel unterwegs, wenn ich das so sehe, einfach was du für Aktivitäten hast. Ich bin auch gerne unterwegs, weil ich finde, der Kontakt mit Menschen ist ja auch was Interessantes halt. Jetzt frage ich normal immer nach einem Restaurant-Tipp, nach einem Gastronomie-Tipp aus der Stadt, aber ich glaube, das kann ich bei dir etwas offener gestalten, oder? Also sag mal, Gibt's ich habe auch einen Tipp für Düsseldorf halt. Also ich fände gut, mein Tipp ist das Apollo, weil dann hat man Unterhaltung, Varieté und die haben auch ein Top-Restaurant, sind auch an einer tollen Location am Rhein. Also wenn zum Beispiel die Vorstellung zu Ende ist, dann geht der Vorhang auf und dann haben sie die gläserne Rückwand und man guckt direkt hinaus auf den Rhein, dann haben sie immer noch so ein bisschen bengalisches Feuer und so. Also das finde ich ganz genial und gleich nebenan, wenn man will. Ist auf, also zur einen Seite hin ist die Altstadt, das ist ja die längste Theke der Welt, ist auch sehr schön, gibt es sehr schöne Sonnenuntergänge. Und zur anderen Seite hin, den Medienhafen, der ist toll. Ja, und dann würde ich noch empfehlen, für die, die Kultur mögen, die Insel Hombruch. Das ist so, man ist in der Kunst und wandert über eine Insel. Das ist also auch ganz schön. super. Also jeder, der jetzt Düsseldorf besucht, kann sich jetzt ein bisschen orientieren, weiß, wo er was Gutes bekommt und wo er es sich gut gehen lassen kann. Sehr schön.